Alter, hier sieht schon nicht gut an. Zeig mal. Alter! Das fühlt sich mal komisch und auf dem Kopf, Alter. Ey, das fühlt sich an wie Rasenmähen. Und willkommen zu einem weiteren Video. Heute eine andere Perspektive. Ich bin Auto unterwegs. Das Ganze hat ja, wie im letzten Video schon angekündigt, auch einen bestimmten Grund. Und zwar der Grund ist, angesprochen habe ich es. Ich habe die Challenge gegen einen aus meiner Klasse gewonnen. Er hat mich nämlich gechallenged, weil er das gesehen hatte, dass ich irgendwas mit, wenn der und der auf Instagram so viele Follower bekommt durch mich, dass dass ich ihm die Haare abrasieren darf auf 3 mm. Die Challenge hat er gesagt, ja, für 500, wenn ich schaffe 500 ihn voll zu machen, dann darf ich ihm die Haare auf 9 mm abrasieren. Ja. Habe ich geschafft in weniger als 24 Stunden. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg mit dem Auto zu ihm, um ihm die Haare dementsprechend abzurasieren. Ja. Und das könnt ihr euch alles gönnen. Das seht ihr dann gleich. Der Bruder von ihm ist so korrekt und filmt die ganze Sache, damit ihr auch was davon habt. Ja, viel Spaß mit dem Video, Leute. Wie fühlen Sie sich in diesem Moment, wo Sie wissen, dass Ihre Haare abrasiert werden? Sind Sie schon ab oder was? Ja, sicher. Das ist so am Arsch, ne? Warum? Sommer? Kriegt man die noch weiter hoch? Ja, richtig. Ja, klar, mach sie hier an. Also, wir brauchen noch was zum Zubinden, Alter. Was? Ja, hol ein Handtuch. Hol ein Handtuch. Zubinden? Ach, hab ich alles dabei? Hast du alles dabei? Wie? Und Meisterfriseur. Ich bin Meisterfriseur, ich hab alles dabei. Hab alles gedacht. Hey, warte. Meinst du, oder? Das ist... Was ist das? Friseurkette draußen. Junge, das sieht so gut aus. Guck dir das an. Das sieht aus wie von Oma persönlich. Achso, das ist nur Farbe von... Ja. ...wie man Haare färbt. Jeden Scheißfleck, Alter. Oh! Warte, wie mache ich das nochmal beim Friseur so? Oh, ich bin kein Profi, ne? Achso, ich bin ein Profi, natürlich. Ich vertraue dir. Junge, du hast viel zu dünnen Hals für dieses Ding. Wie ist das Licht? Geht das oder? Ja, das geht fit. Ja, das ist der Rasierer. Hier. Haben wir schon, machen wir eine Nahaufnahme hier. Sieht man schon, haben wir schon auf 9 mm eingestellt, den Bums. Sag, ey, ich will eher sehen, ey. Hier, dann mach ich gleich mach so, mal während drei, der Rasur mach ich dann so. Ja, mach mal 4 oder 5. Der mag das schon, da passiert nichts. 9. Wir haben gesagt 9. Was brauchen wir denn noch so? Die Steckdose, brauchst du die? Ja. Und hier unten eine. Was haben wir denn hier? Aufhellpulver. Ja, nee. Kannst du die nicht färben oder so? Ich hab schon gesagt. Nee, der will die Haare nicht gefärbt haben. Verstehe ich gar nicht. Warte mal, ich mach grad ein Vorher-Nachher für Instagram, ne? Ja. Warte, ich mach eine... Guck einfach die ganze Zeit starr geradeaus. Ich mach das ganz cool. Ich mach eine Stop-Motion. Zack. Nicht auf die Kamera die ganze Zeit gucken. Einfach geradeaus gucken, noch da. Rip my boy. So, perfekt. Finn, sag mal, ich bin der Bruno und ich bin der Kameramann. Alter, Bruno und der Kameramann. Muss ich dich auch noch markieren? Natürlich muss ich mich markieren. Ja, der braucht doch hier Fame. Mehr Abonnenten? Ja, man merkt's, ne? Junge, 650 Abonnenten, Alter, mein Tag.
Oh, du glaubst gar nicht, wie viel Spaß mir das gerade macht, ne? Komm, wir fangen machenlos an, von hinten gefilmt hier. Ist es an 9 mm, ey? Ja. Palara Kameramann, Alter. So, der Akku ist gerade abgeschnürt, als wir gerade das Spektakel starten wollten. Also, jetzt geht's los. Warte mal, das ist scheiß. Junge, dein Hals ist viel zu dünn. Nee. Pack mit der zweiten Hand unter die Kamera dann, wackelst du nicht so. Warte mal, so? Hä? Warte mal, ich hab was. Wie funktioniert diese Scheißrasierer hier? Vertrau mir, ich bin Profi. Nimm den auf, das kannst du. Nein, ey. Hey, Junge, das klappt irgendwie nicht so, wie ich das gerade haben will. Junge, was ist denn das? Guck mal, das ist doch niemals hier an dieser Stelle. Das sind doch viel mehr als 9 mm. Das sind doch schon. Bin ich zu dumm für diesen Rasierer oder was? Hä? Will ich verarschen? Guck mal hier. Jetzt geht noch. Ich glaube, du hast 9 cm. Gefühlt, ne? Aber 9 cm wären auch ein bisschen mehr. Hä, was ist denn das? Was ist denn das? Ey, nee, das ist deine Haare, die müssen glaube ich noch kürzer. Hey. Hey, Diggi, das sind. Das passt doch nicht. Guck mal. Ich. Da ist gar nichts abgegangen. Das sind viel mehr als. Das ist locker ein Zentimeter, der hier ist. Was ist denn das für eine scheiß Anzeige dann? Guck mal, ob das jetzt funktioniert. Hey, Junge. Meine Haare sind dafür ein bisschen zu klein. Nein, guck dir das. Junge, das sind doch. Kannst du erzählen, was du willst, aber das ist doch hier. Nee. Ich bin die meisten in die Möse. Ey, guck erst mal, wie es wird hier. Hey, guck mal, der. Hä, das ist voll wie zu verarschen. Guck mal, der geht ja einfach durch. Das passiert gar nicht. Und mein Aufsatz sonst ab. Jo. Er macht den wirklich ab sonst. Nein, ich hab noch einen anderen Aufsatz. Alter. Junge. Wie geht der ab? Ah, ich hab's geschafft. Profi, ich bin Kameramann. Kameramann. Oder ich denke, falsch rum war der jetzt auch nicht, ne? Nee, das kann ich sagen. Ja, das ist doch schon eher mein Stil hier. Was sind denn hier neuen. Hast du einen Zollstock? Lernt alles, Alter, der ist Anlagenmechaniker. Ja, sicher, da muss man auch alles haben. Ja, mein Zimmer. Ich müsste Finder gerade holen. Sind das 9 mm? Das sind mehr als 9 mm, oder? Nein, das sind 9 mm. Das sind 3 mm. Nein, aber von der Dings her, aber. Guckt euch das mal an, das sind doch. Ja, mach einfach. Und wenn. Jo, Alter, nachher das Blending gleich zu schneiden, ich, Alter. Ich fang erstmal harmlos an, ich mach erstmal auf. Alter, 5, das sind 5 Zentimeter. Das sind Zentimeter. Nee, das sind aber keine 5 Zentimeter. Ja, macht's cool. Was sind das für ein Maß, Alter? Erstmal, ja. Sind das die. Bei der Prozent haben wir das. Junge, guck mal, das sind doch. Ja, mach kürzer, mach kürzer. Kannst du erzählen, was du willst? Ey, wie war das? Ey, das sieht gar nicht so kacke aus. Bis jetzt. Bis jetzt. Man sieht ein bisschen wenig. Wir brauchen mehr Licht, oder? Ja. Habt ihr irgendwas? Was irgendwie. Oder verlegen wir die ganze Sitzung einfach nach draußen? Aber das ist blöd, ne? Ein Staubsauger habt ihr, ne? Ja. Können wir auch machen. Da bräuchten wir nur noch ein Verlängerungskabel. Ja, komm. Leute, wir verlegen die Sitzung nach draußen, weil hier ist zu wenig Licht. Da seht ihr doch gar nicht, wenn ich ihn hier richtig rasiere.
Ja. Roman, Friseurtermin ist vorbei. Okay, tschüss. Wir lassen das jetzt einfach mal so, ne? Ha! Ich hab immer so Nacken. Das sieht so aus, hier so kurz. Und dann. Ja, komm. Wo ist ein Verlängerungskabel? Ja, Film Nummer 1. Nein, Film ist der Kameramann. Du musst mir das, wir müssen das alles gemeinsam machen. Dann ist er vorne sonst eins, obwohl da ist halt nichts mit. Ja, Also übernimm du mal kurz die Kamera und find das Kabel. Okay, dann behalten wir das mal hier alles im Blick. Also, das ist ganz schön spektakulär mit dem Star. Mit dem Stargast. Mit dem Stargast, oder? Ja. Guck mal, hier kannst du noch ein bisschen noch Unkraut. Junge, dieser Mantel, ne? Der ist echt fresh. Der ist echt fresh. Komm mal zur Schule, Alter, ich will dich so feiern, ne? Guck mal, warte mal. Das ist doch gar nicht mal so schlecht hier. Ey, Digi, ich mach dir eine richtig sicke Frise. Das sieht richtig gut. Glaub mir das, guck mal, der Kameramann ist am struggeln hier. Sagen Sie dazu, dass Leute aus seiner Schule zuschauen. Ich fühle mich geschmeichelt. Er fühlt sich geschmeichelt. Willst du irgendwen grüßen? Ich grüße Vincent. Vincent. Und Josh und Pascal. Okay. Grüßt euch. Hast du schon Angst? Nö. Ich freue mich sogar, ja. Er freut sich, Alter! Ich glaube, wir müssen noch auf 1 mm runtergehen. Ey, 9 mm ist schon krass. Ey, Finn, ich hab's gerade Base. Ach so. Hä? Ich hoffe, dass du überhaupt nicht eingesteckt hast. Ja, nein, habe ich nicht eingesteckt. Junge, ist ein Held, ey. Er steckt die Kamera einfach, die Dings einfach nicht ein. Mega der Held. Ja, doch, ist eingesteckt. Ja! Oh! Junge, das wird jetzt richtig cool. Also nachher kommen die ganzen Nachbarnkinder zu, Alter. Dann sollen die aber auch abonnieren, ne? Digga, die sind 5 oder 6, Alter. Das hier hinten auf dem Kopf eine Narbe. Als ob. Ja, das damals du ganz schön oft auf den Kopf gefallen, deswegen. Ja. Erklärt so einiges. Das erklärt, warum du so schlecht in der Schule bist. Das ist schon 10 mm, Alter. Nee. Oh Mann, das ist viel oder so. Hey, jetzt muss ich aber erstmal hier alles auf eine Länge bringen. Ich mach mit Übergang. Bin ich Schuppert oder was? Junge, Alter, hättest du wenigstens deine Haare waschen können? Ist ja widerlich hier, ey. Hat's mir gerade hin. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Alles wirklich. Hätte ich jetzt auch gesagt, dass das passt. Boah. Ich hätte Friseur werden sollen. So. Stellen wir das Ganze mal hier auf 4 ein, ne? Nee, das war gerade auf 3. Yeah. Ja, aber 3, das ist gar war gar nicht. Meine Haare das ist gar nicht so krass, oder? Immer glatt von mir, sehr lustig. Ja, wahrscheinlich. Hä? Guck mal! Also, das mach mal gegen den Strich hier oder so. Oh. Alter, hier sieht das schon nicht gut an. Zeig mal. Alter! Das sieht immer komisch und auf dem Kopf, Alter. Nee. Ey, das fühlt sich an wie Rasenmähen. Die Padde muss ab. Auf jeden Fall das ordentlich, ey. Hä, Digi? Natürlich. Sieht nachher wieder fresh aus. Dieses frische Gefühl. Aber du weißt, ne, das erste Mal ist umsonst und jeder weitere Haarschnitt kostet 5 Euro. Lass doch mal so sein. Meinst du? Junge, mach mal so eine Rundumfilmung. So, hier so ein Struppi.
ist das geil. Also ich würde so lassen eigentlich. Ich würde eigentlich so lassen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, neuer Style, ne? Jetzt kann es nur noch schlechter werden. Und morgen schön arbeiten. Ich würde dich auswachen. Besonders hatte ich mich heute gefragt, so, was mache ich heute Abend noch so? Ich gehe zum Friseur. In Anführungsstrichen. Er geht zum Friseur. Und den erst mal einen geilen Mädchen oder einen geilen Bein so. Ja, das sind so. Die Länge, das geht eigentlich voll. Die Länge geht. Oh mein Gott! Aber das musst du da hinten schon lassen hier, ne? Alter, meine Armhaare. Ja, kämpft der Rasierer. So, ach. Oh, ach. Das ist ja richtig geil. Nee. Ich glaube, so Friseure, die gehen da immer nach System vor, ne? Ich mache einfach kreuz und quer. Das ist ja ein Makrosystem. Ja, ja. Mein Logo rasiere ich dir da auch noch rein, oder? Ne? Nee, ganz sicher nicht, Alter. Digi, das muss so sein. Also das Logo muss schon sein. Das mache ich bei jedem meiner Kunden. Ja. Den lasse ich hier so stehen, oder? Nein. Ja, sieht schon schön. Bin ich dein erster Kunde, oder was? Nein, nein. Gibt schon viele andere, viele vor ihm. Mir geht es, dass die Kunden zufrieden mit dem Haarschnitt sind und darum geht's mir. So, man kann unzufriedene Kunden kann man nicht gebrauchen. Ich glaube, ich mache morgen mal zum Friseur nochmal nach, nein, Alter. Warum? Ich traue ja nicht so ganz. Es ist nicht so geil, dass hier alles flach und alles so ganz struppig. Hä? Vorne kann ich eigentlich lassen, die Länge. Ja, manchen Stellen wollen deine Haare nicht so gerne geschnitten werden, glaube ich. Soll ich meine Augen nicht verbunden werden, Alter? Bah. Der wird nicht verbunden. Alter! Alter! Guck mal, Alter, der Rasierer! Der kämpft mega! Warte mal, ich muss mal gerade einmal den Rasierer hier. Sonst rasiert er gar nichts mehr. So, wir können weitermachen. Oh! Mach mal wirklich. Damit rasiere ich dich gleich richtig. Cheated. Kannst du mal seine Achselhaare rasieren? Dafür brauche ich aber einen besseren Rasierer. Heckenschere am besten. Ey, wie sich voll Kummel auf dem Kopf an, ey. Hey, du Spaß, Mann, das alles ab. Du musst das dann so machen, wie so alte Leute, so nach hier rüber kämen, wo weniger Haare sind. So langsam nimmt das sogar Form an hier. Ja, ein bisschen geht, dann muss das mehr. Sind ja auch jetzt mehr. Also,
Da fehlt noch ein bisschen was. Ich finde das halt so ganz geil. Überall so ein paar Fransen. Das ist auf jeden Fall ein Hobby, was ich zum Beruf machen könnte. Hier sieht man so seine Vorratsecken dabei. Alter. Das sind aber mehr als 9 mm. Das sind safe mehr. Ich hätte gesagt, so ein Zentimeter sind das. Oder ein bisschen 1,5. Ja. Radikal, radikal. Junge, Alter, ich stelle mir jetzt schon, also wirklich, wie Nils so, also der anderen jetzt, stelle ich mir so richtig vor, wie er lachen würde, wenn ich in der Schule komme am Dienst, am Montag, Alter, diesen Ausflug. Nein, nicht mehr, er wird lachen. Wenn ich der Lehrer wäre, würde ich dich auch auslachen. Und ich würde dich nach vorne in die erste Reihe setzen. Du versuchst schon die Haare nicht am Schlafen in der Schule. Ja, wenigstens musst du jetzt ein bisschen länger nicht mehr zum Friseur. Geld gespart. Aber irgendwie siehst du jetzt viel krimineller aus. So. Gib mir ein Pausenbrot. Locker wirst du jetzt immer kontrolliert. Wenn du irgendwie aus dem Laden rausgehen willst, ja, haben wir was geklaut. Ja, wahrscheinlich. Du machst aber echt lange, ne? Für so einen einfachen Haarschnitt. Ich mach das ja auch mit Gefühl. Muss ja auch gut werden, Mann. Machen wir bei der nächsten Wette die Augenbrauen. Ja, ne? Die Augenbrauen, wie viele Abonnenten? Das sind 5000, Alter. 5000! Mindestens. Ja, Ansage würde ich sagen, ist raus, ne? Ansage ist raus. Mindestens. Abonniert den Knaben, wenn er die Augenbrauen weghaben soll. 5000 hat er gesagt, ne? 30.000 Likes auf dem Video und Marco schneidet sich die Glatze. Mach ich. Also ihr habt 30.000 Likes. 30.000 Likes, das kriegt niemand, das ist so. Doch, das Video geht viral. Ja, wahrscheinlich geht das Video. Oh, Femin. Er geht sich durch die Haare. Junge, das ist... Was, Alter? Junge, das ist aber sick. Ich kann dir noch so mit Ansatz hier so, hier Glatze, hier so 1 mm, höher geht auf 9. Nee. Ja, zumindest so ein bisschen. Das, hier muss ich, hier hinter den Ohren muss ich noch passen, die gleiche Länge machen wie da, wie hier. Ja, hier muss ich noch machen. Ja, ja. Ja, dann mach das mal, Alter. Das ist doch kein Problem, ist doch, ich hätte es auch einfach sagen müssen. machen wir, wie der Kunde wünscht, oder? Das fühlt sich mal nicht schlecht an. Ja, das ist das große Alter, hier so ein paar... Eine Kotelette da stehen lassen. Eine Kotelette. Oha. Ja, Alter, dein Ohr nervt. Kann ich abschneiden? Kannst du dran schweißen, ne? Ja, Mann. Ich kann schweißen. Nicht so wie andere Leute hier. Finn? Nee, du. Guck mal, Alter, deine Kopfhaut ist sehr trocken. Ich weiß. Das ist nicht so gut. Ich würde mal einen Friseur aufsuchen. Alter, das fühlt sich gerade so richtig befreiend an, Alter. Hä? Das fühlt sich gerade so richtig befreiend an. Echt? Ja, Mann, aber sie mega solch ein geiles Gefühl. Also machen wir jetzt öfter so, ne? Wir steigern uns. Ja, du weißt, ich bin ein Versuchsobjekt, ne? Du machst ja immer so eine neue Haarschnitte. Wir machen neue Trends hier. Wir sind Trendsetter. Das ist schon einigermaßen gut, oder? Wenn du so hast. Alter! Junge! Die ganzen Haare, Alter. Warte, ich mach noch ein bisschen. Ey. Den Nacken! Was willst du? Willst du, ich ja Marco zeichnen rein. Eine Pfeilspitze oder willst du einen geraden Schnitt oder einen runden? Geraden. Okay. Hier ist er oder hier? Hier, ne? Ja, das ist ja noch. So? Ja, noch ein Stück.
Nein, hier ist gut, oder? Ja. Alter, Brückmann ist das krass, Alter. Alter, das ist krass mega. Soll ich sagen. Alter. Der jammert, ey. Junge. Nicht nur jammern hier. Ich weiß halt nicht, welche Haare jetzt noch dran sind und welche schon ab sind, ne? So, jetzt das Ohr. Also, weißt du? Jetzt kommt Ohr. Alter, dein Ohr ist schwierig zu schneiden. Warum mit den Ohren zu wackeln? Sonst schneide ich gleich ins Ohr. Junge. Junge, da sind Haare an dem Mikro schon dran hier. Halt mal ein bisschen Abstand, damit das nicht so ausartet. Hast du was zum Mitnehmen? Nur was für zu Hause. Haare für zu Hause, sagst du? Kannst du zu Hause essen. Zum Mitnehmen, ne? Kleiner Rasierer wie beim Friseur wäre geil für die hinter den Ohren. Haben wir aber nicht. Tut uns aber leid. Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig schön. So, welche Augenbraue da weg? Ja, das war doch für 5000 Abonnenten. Nee, Minimum. 5000? Minimum. Sein Link ist unten. Wenn ihr die 5000 voll macht, dann geht die. Aber nur eine. Dann geht eine Augenbraue weg. Wenn ihr 10.000 voll macht, gehen zwei weg. Mach nur 5000 voll, weil eine ist witziger. Fehlt noch irgendwas oder haben Sie noch irgendwelche Wände? Nee, alles gut. Haben Sie einen angenehmen Friseurgang? Einen sehr krassen guten. Immer wieder, kann ich nur empfehlen. Warte mal, fehlt noch was. Hier habe ich einmal was vergessen. Und jetzt ups so viel. Guck mal, sogar mit Übergang habe ich hinbekommen, ne? Ja. Und hier noch mit dem Kürzer? Nee, das reicht so. Noch zwei. Nein! Hey, überleg mal, wenn wir hier zwei machen, dann hast du eine dicke Friese. Du bist bis hier, weißt du? Also hier ist ja länger, das ne? Jojo, oben ist ja. Ja, das ist ein Zentimeter. Oben. Nacken die Zentimeter. Oben ist ein Zentimeter. Das reicht. Du musst den, wenn wir fertig sind, wenn wir genug Kürzer machen, brauchst du dir nie wieder die Haare waschen. Nein, das reicht. Nie wieder. Nur ein bisschen polieren. Komm, warte mal, ich mach was. Damit du nicht so Angst hast. Der Rasierer macht dir, glaube ich, Angst jetzt inzwischen. Nee, ich mach nicht kurz, da kannst du vergessen. Nein, nur hier. Nur hier. Nein, Alter. So eine Glatze, weißt du? Hier so. Nein. Herr Digi, das ist dann reicht. So ein Army-Schnitt. Ich bin fertig, ey. Sicher? Ich bin fertig. Sicher, dass man dich nicht überzeugen kann, noch ein bisschen. Ich möchte bezahlen, ey. Hashtag Pussy. 5 Euro. 5 Euro. Man, dann mal 5 Euro. So, wir brauchen jetzt einen Föhn. Jo. Soll ich gerade einen holen? Ja. Soll ich Kamera nehmen? Ja, moin. Willst du dich nicht selber filmen? Nö. Warte. Ja, genau. Ist doch gar kein Problem. Das sieht voll scheiße aus. Diggi, das sieht richtig gut aus. Ich bin nur etwas Pause. Das ist so richtig wie von Disney's große Pause, dieser kleine Mann, Alter. Dieser Gas, Alter. Junge, das ist richtig gut geworden, oder? Das ist mega scheiße, Alter. Wer hat gerade sich gesehen, so das erste Mal? Bist du auch? Hä? Bisschen. Die Grüße sagen, gehen raus an Lutscher. Bei 1 mm? Bei 2000 Abonnenten aber erst. Nein. Bei 2000 Abonnenten schneidet ja, er auch die Haare. Komm, dann machen wir das vom Mikro so ein bisschen. Halt, ein bisschen das ist immer so. Warte, das ist auch kalt, ja. Sieht richtig scheiße. Richtiger Skin. Das ist richtiger. So. Guckt euch den mal an! So, der ist einfach Skinhead. Oh, 20. Ey. Junge, Alter. Wenigstens brauchst du dir die Haare nicht mehr waschen inzwischen so. Aber
Wenn du wieder meine Arsch brauchst, ne? Ich ruf dich an auf jeden Fall. Rufst du dich an? Ey, rufst du an, komm vorbei, ey. Und wir haben ja Bruno, der Kameramann. Bruno, der Kameramann. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert alle Klaus Nils. Abonniert. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ab 30.000 Daumen. Und erscheint er sich die Hand. Das Video beenden wir jetzt gleich noch mit einem Haarporn. Tschüss.